Mittlerweile kann man ja über die Wirtschaftskompetenz der Grünen nur noch den Kopf schütteln. Fast täglich prasseln mittlerweile neue Fehlentscheidungen und auch Fehltritte auf im Grunde den Steuerzahler ein, wo man sich die Frage stellt, wie kann man sich natürlich jetzt die nächsten Monate noch schützen? Denn ein Ampelbruch wird wahrscheinlich nicht stattfinden, weil auch Christian Lindner mit der FDP leider zu sehr an der Ampelkoalition hängt. Und dementsprechend muss man sagen, man kann eigentlich nur noch mit einem bzw. mittlerweile zwei weinenden Augen darüber berichten. Wir schauen uns jetzt eine Thematik an, wo man ganz klar sagen kann, die Grünen haben in der Geschichte bzw. im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst und mittlerweile ist es ja so, dass man nicht mal mehr hinter vorgehaltener Hand über ein Degrowth oder eine Deindustrialisierung spricht, sondern vor allem in den Abgeordneten, also sprich die Abgeordneten des Bundestags, sprechen da schon sehr positiv öffentlich darüber. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, naja, wie kann man da die nächsten Monate nur heil rauskommen? Damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Steuermekopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias. Ich befasse mich hier natürlich auf dem Steuernews-Kanal Steuermekopf auch mal mit Steuer-How-Tos, aber auch mit Steuerpolitik, wo wir uns natürlich auch immer wieder Kontroversen aus der politischen Landschaft anschauen. Und wie wir schon in den letzten Videos gesagt haben, die Grünen sind so wirtschaftsfeindlich wie eh und je. Es geht hier mittlerweile ja, wo man ganz klar sagen muss, um eine Wegnahme von Vermögen, aber ganz wichtig, nur bei den Personen, die nicht das Richtige wählen. Was das Richtige ist, das kannst du natürlich selbst ausmalen. Ganz wichtig ist an der Stelle natürlich hier ein spannender Artikel von News, wo ich sagen muss, da sind immer recht spannende Artikel bzw. Kommentare mit dabei, wo einfach mal, ich sag's mal so, über den Woke-Filter hinweg ganz einfach Verknüpfungen bezogen werden. Hier zum Beispiel eine spannende Veranstaltung, wo man eigentlich sagt, naja, das hat eigentlich nichts damit zu tun, so mit dem gesamten grünen Bild, doch wenn dann ein Bundestagsabgeordneter dann auch noch hier sich über so eine Veranstaltung öffentlich freut und vor allem man hier mittlerweile eins und eins zusammenzählt, dann wird es spannend. Es geht nämlich hier um das Buch von Frau Ulrike Herrmann. Sie ist Autorin und hat jetzt hier ein Buch veröffentlicht und zwar Das Ende des Kapitalismus. Damit wurde natürlich auch hier für die Veranstaltung geworben, mit dem Titel zum Beispiel, freuen sich auf einen visionären Abend und inspirierende Gespräche. Jetzt könnte man sagen, ja Roland, aber was ist denn so ein Buch, das veröffentlicht wird, wenn da im Grunde irgendjemand, der sag ich mal, was weiß ich, vielleicht nicht mehr Bundestagsabgeordneter ist, irgendwie eine völlig unbedeutende Person vielleicht am Ende. So einfach ist das nicht. Denn zum Beispiel der liebe Bundestagsabgeordnete hier, Johannes Wagner von den Grünen, sagt hier ganz klar darüber, dass diese Veranstaltung hier mega spannend wäre, und dass es sich hier natürlich durchaus um die Möglichkeit handelt, innerhalb der planetaren Grenzen ganz einfach hier ganz einfach zu wirtschaften. Und dann sagt er auch noch, der von Ulrike Herrmann vorgeschlagene Weg sei alternativlos, wenn man der nächsten Generation einen lebenswerten Planeten hinterlassen wolle. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, sobald ich mittlerweile das Wort alternativlos höre, Einzelfall oder was weiß ich, oder wir schaffen das, dann ist es für mich als, sag ich mal, Steuerzahler schon so, entweder wird es teuer, zweitens, es geht komplett in die Hose oder im Großen und Ganzen, irgendjemand wird damit später Probleme haben. Da wir natürlich mit einer Ampelregierung zu tun haben, die eine, sag ich mal, praktische Ausbildung nie wirklich genossen hat und vor allem das bei den Grünen ja das Standard ist, vielleicht sogar mittlerweile Einstellungskriterium, ist es so, dass man sich aber auch die Leute außerhalb anschauen muss. Und hier zum Beispiel die Frau Ulrike Herrmann. Wer sie nicht kennt, den kann man dazu wirklich nur gratulieren. Und ich kannte sie jetzt bis jetzt gerade eben auch nicht, bin ich so ehrlich, weil sie im Grunde, wie sich hier News bezeichnet, einer, ja sag ich mal, nur Stammgast in Labersendungen hier natürlich und offiziellen Talkshows, wird sie nämlich als Wirtschaftsexpertin hier im ARD und ZDF immer hergenommen. Einfach deswegen, weil ihre Ansichten, ihre weltlichen Ansichten und ihre wirtschaftlichen Ansichten so kontrovers und so realitätsfern sind, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, wie jemand überhaupt so als Wirtschaftsexpertin bezeichnet wird. Denn ganz klar ist natürlich, dass sie zum Beispiel hier öffentlich auch sagt, in den entsprechenden Artikeln und auch, dass in ihrem Buch so zitiert werden kann, das grüne Schrumpfen brauche man, um Klimaziele zu erreichen. Die Wirtschaft müsse um 50%, und ja wirklich, hier, da muss ich selber nochmal zweimal lesen, deswegen
Der Artikel ist mit wirklich hier einem Disclaimer versehen, dass es nicht mit Drogeneinfluss geschrieben worden ist, sondern dass es wirklich ein ernstes Werk ist und dass man, so irre es klingt, das sind ernsthafte Aussagen, die auch von den Grünen unterstützt werden. Hier muss 50% geschrumpft werden. Das bedeutet, das Wohlstandsniveau auf das des Jahres 1978 zurückzufahren. Und hier, und das, was mich dann am meisten schockiert, wo ich sage, okay, man kann sagen, Forschung, Entwicklung ist heute auf einem neuen Standard, vielleicht ganz einfach, was weiß ich, Teilzeit, sonstiges haben wir auch schon von Frau Stoller gehört, dass man da sehr weit einfach zurückfahren will. Aber was mich dann wirklich hier umgehauen hat, war folgende Aussage. Und zwar hier, dazu braucht man, also hier zitiert auch der Autor des Artikels, ich zitiere, man braucht eine Kriegswirtschaft mit Rationierung und staatlicher Planung. Diese Kriegswirtschaft müsse ohnehin durch die Klimakrise, also den Klimawandel, früher oder später kommen. Also will sie lieber früher einsetzen, damit diese noch friedlich und ohne Chaos umsetzbar sind. Fliegen, Neubauten, Neuversiegelungen von Flächen, das private Auto, alles das möchte sie gern verbieten. Und jetzt im Großen und Ganzen der spannende Satz auch, wohlhabend werden kann man in ihrer Welt dann wohl nur noch in der Politik oder durch das Schreiben toller sozialistischer Bücher. Und da muss man ganz klar sagen, das ist hier nicht nur, da kann man jetzt so, sag ich mal, sozialistisch oder sagen wir so sozial eingestellt sein, wie man will. Ich habe es euch ja schon mal erklärt. Wo kommt eigentlich das Geld für Beamte her? Wo kommt eigentlich das Geld natürlich für unseren Sozialstaat? Wie werden eigentlich Pfleger in Krankenhäusern oder Ärzte bezahlt, die im Gesundheitswesen jetzt nicht in privaten Krankenhäusern sind, sondern, was weiß ich, Kreiskrankenhäusern, städtischen Krankenhäusern oder sonstigen Einrichtungen, Pflege, Krankenhäuser, sonstiges, Kindergärten und sonstiges. Das wird nicht dadurch finanziert, dass man hier im Großen und Ganzen schöne Versprechungen macht. Denn ganz klar ist auch, das gab es in der DDR schon auch. Bloß wir haben gesehen, wo das finanzielle Chaos der DDR geendet ist. Und da merkt man auch, wo die Grünen einfach im Bildungsbereich komplett versagt haben. Auch bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, mein ganzes Wissen, was ich mir über die DDR und über die deutsche Geschichte auch nach dem Zweiten Weltkrieg, was dort passiert ist, musste ich mir auch hier mittlerweile selbst aneignen. Warum? Weil man in den Schulen auch nur auf den Zweiten Weltkrieg, also seit der 5. bis zur 10. Klasse, gab es bei uns kein anderes Thema als den Zweiten Weltkrieg. Aber danach gab es nichts. Warum? Weil danach im Großen und Ganzen hier die wirkliche Erfolgsgeschichte, und das ist ja Ludwig Erhards Erbe im Großen und Ganzen, die soziale Marktwirtschaft, einfach hier bei den Grünen ja sauer aufgestoßen ist. Viele Grüne würden heute in einer DDR leben, in der man sagt, als Apparatschik hat man hier die Macht über alles und am Ende druckt man einfach sein Geld wieder selbst. Und dann kann man natürlich sagen, ja, da kommen auch gleich wieder die sagen, ja, aber Roland, Wirtschaftskreislauf und sonstiges, auch Bürgergeldempfänger, die nehmen teil am Wirtschaftskreislauf. Falsch. Sie sind im Grunde hier nur Konsumenten. Klar wird man jetzt sagen, ja, aber die Konsumenten und so weiter, die brauchen wir auch. Ja, aber warum muss man dann hier den Bürgern und den Arbeitnehmern hier vorher erst 30, 40, 50% abziehen, um es dann einem Bürgergeldempfänger zu geben, der dann später wieder bei dir im Unternehmen Gewinn macht? Was bedeutet, du müsstest am Ende vielleicht sogar weniger arbeiten und auch weniger verdienen, wenn du nicht noch im Grunde ein halbes anderes Deutschland, das keine Steuern zahlt, sondern Leistungsempfänger ist, mitfinanzierst. Aber gehen wir weiter, und das ist jetzt hier natürlich auch der Punkt, wo man ganz klar sagen muss, naja, auch eine Ökoplanwirtschaftlerin, könnte man sagen, ja, ist nicht so schwierig. Aber wenn so eine Person laufend hier laut Artikel ARD im Norddeutschen, im Süddeutschen, im Westdeutschen und im Hessischen Rundfunk hier auch noch von Zwangsgebühren, im Grunde GEZ, hier finanziert wird und diese Person dann in diesem Land auch den Wohlstand um 50% reduzieren will, dann muss man sich schon fragen, ob hier nicht auch im Grunde die Regierung oder dementsprechend natürlich auch hier die Pressestelle, also sprich der öffentliche Rundfunk hier, seine Aufgabe komplett verfehlt. Denn eigentlich sollte es ja auch an der Stelle dem öffentlichen Rundfunk daran gelegen sein, dass schlicht und ergreifend Wirtschaftswachstum vorhanden sein, weil man damit eben auch diese Themen mitfinanziert. Also man stelle sich nur vor, dass dieser 8 Milliarden Haushalt des im Grunde öffentlich-rechtlichen nicht mehr finanzierbar wäre. Klar, wir wissen alles, die Pressestelle der Bundesregierung wird bis zum letzten Tag hier, sage ich mal, ich glaube, das ist das Letzte, wo die Lichter ausgehen, wo man ganz klar sagen muss, da wird vorher wird es keine Rente mehr geben, da wird es vorher, sage ich mal, keine sonstigen Bürgergelder oder sonstigen Leistungen mehr geben. Die, sage ich mal, Pressestelle wird bis zum letzten Tag im Grunde aufrechterhalten. Und die Grünen wollen vor allem auch hier mit altmodischen Wachstumsmodellen Schluss machen.
Wachstum, sie predigen Verzicht und die 20-Stunden-Woche hatten wir Frau Stoller, wo wir auch ganz klar sagen müssen, klar, in bestimmten Bereichen geht das. Und wo ich auch wieder sage, wenn ich dann wieder höre, ja, ein Ministerium oder eine, sag ich mal, kommunale Einrichtung hat das jetzt eingeführt. Naja, das ist zwar schön und gut, aber das geht nicht im Großen und Ganzen. Warum? Weil es Berufe gibt, da musst du eine, sag ich mal, 40-Stunden-Woche haben, weil du dort nicht die Leute herbekommst. Und du bekommst in bestimmten Bereichen auch nicht mehr Leute. Denn wenn das so wäre, könnte man auch ganz einfach sagen, wenn man jetzt für alle im Großen und Ganzen, nehmen wir Straßenreinigung, wenn man sagt, okay, Straßenreinigung, nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten, voller Lohnausgleich, würden dann wirklich plötzlich Hunderttausende von Menschen die Straßenreinigung gehen? Ganz klar nein, weil es im Grunde nur bestimmte Jobs betrifft. Das sind diese schönen White-Collar-Jobs, aber die, die natürlich auch notwendig sind, auch in der Pflege oder, sage ich mal, in den Nachtschichten, Sicherheitsdienste und, wo man ja jetzt kürzen will. Bei den Arbeitnehmern will man in einer Wirtschaftskrise hier natürlich Subventionen streichen, damit man das Geld umverteilen kann. An im Grunde hier faule Personen Bürgergeld. Und dann natürlich hier auch, wo man ganz klar sagen kann, aber wie gesagt, das Ganze nicht für die entsprechenden Grünen. Und jetzt auch wieder das spannende Thema, man sagt, warum das ein großes Problem ist, weil Deutschland immer weiter zurückfällt. Wir haben euch ja die Prognosen schon vorgestellt, jetzt 0,2%, die laufen nach unten korrigiert werden. Und da muss man ganz klar sagen, hofft man einfach nur. Und wie gesagt, es ist nicht nur, es ist das Beste, was passieren konnte, dass Angela Merkel natürlich hier endlich raus ist aus der Politik, dass im Grunde die grüne Kanzlerin jetzt weg ist. Und man kann nur hoffen, dass auch die Union hier sich irgendwann wieder da fangen würde. Zumindest laut einer Aussage hier von Carsten Linnemann, keine Koalition mit diesen Grünen, lautet seine Parole zum Parteitag, wo man ganz klar auch sagen muss, man hofft auch, dass das wirklich der Fall ist. Denn, wie gesagt, das ist natürlich hier auch eine konservative Seite, die man hier wieder hochziehen muss. Gleichzeitig geht es aber auch bei Carmen Mioska natürlich eine spannende Sache. Und zwar, hier ist ja Herr Kretschmer durchaus, sag ich mal, aus der Haut gefahren, ganz leicht am gestrigen Tag. Und zwar, hier das Zitat, das hat die DDR gemacht und das hat in den Staatsbankrott geführt. Genau das ist nämlich das Problem, dass viele im Grunde auch im Schulunterricht, wahrscheinlich auch Personen wie Ricarda Lang und andere natürlich, sag ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht sogar hier, sag ich mal, nicht mehr aufgepasst haben oder vielleicht wie zum Beispiel Ricarda Lang, die ja gerade auf einer Amerikareise war in dieser Zeit, wo man ganz klar sagt, hätte man dort aufgepasst, dann würde man eigentlich wissen auch, worauf sich der heutige Wohlstand aufbaut, der den unsere, ja, sag ich mal, Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg, unsere Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg hier dann aufgebaut haben, wo ein Ruck, eine Motivation durch das Land gegangen ist und man ganz klar sagt, solange das nicht wieder zurückkommt, wird es auch langfristig dann so sein, dass am Ende natürlich auch die Sozialleistungen irgendwann zum Problem werden. Denn du kannst nicht mehr umverteilen und vor allem auch eine Schrumpfung bringt uns nichts, denn dazu müsste man so weit gehen und ein weltweites Degrowth machen. Was natürlich hier durchaus wieder fragwürdig wäre, wenn es weltweit umgesetzt wäre, ob dann nicht doch hier die Agenda 2030 hier, zum Beispiel von WEF, natürlich hier am Ende durchgeführt wird. Und das würde natürlich wieder mal Nährboden sein für Verschwörungstheorien, die am Ende dann potenziell sogar wahr werden, muss man ganz fairerweise sagen. Aber Kretschmer sagte natürlich hier auch noch zum Abschluss, das hat nichts mit Diktatur zu tun oder mit Verharmlosung. Das ist der einfache Weg, der jetzt gerade diskutiert wird. Man kann doch nicht eine Energiepolitik machen, die uns völlig unwirtschaftlich macht. Ich mache neue Standards, ich mache alle Dinge schwieriger und dann komme ich hin und sage, jetzt habe ich hier nochmal 5 Milliarden, da nochmal 20 Milliarden und da nochmal 30 Milliarden. Das wird sich dieses Land nicht leisten können. Denn, wie gesagt, das Problem bei Sozialisten und Planwirtschaftlern ist, dass ihnen irgendwann das Geld der entsprechenden produktiven Kräfte ausgeht.